Bevor wir loslegen, heute geht es nur um Gerüchte. Es gibt aktuell noch keine offiziellen Meldungen zu einem neuen Dead Space. Also alles, was wir bisher wissen, sind Gerüchte oder Leaks oder sonstige Vermutungen, Conspiracies, was auch immer. Ich habe schon ein Video dazu gemacht, dass Dead Space rauskommen könnte oder demnächst vorgestellt wird an der EA Play, heißt das, glaube ich. Das Ganze scheint so ein bisschen Form anzunehmen. Zum Beispiel auf dem YouTube-Kanal von Dead Space selbst wurde jetzt nach gefühlt 8 Jahren das Profilbild endlich mal gewechselt. Die hatten noch das alte Dead Space 3 Logo drauf und jetzt haben die es heute geändert. Und das ist schon so ein kleiner Indiz, so wieso ändert man jetzt plötzlich das Profilbild nach so vielen Jahren, ja, bereitet man da irgendwie einen Trailer vor, einen Teaser, was auch immer. Dann gibt es außerdem Gerüchte, dass sich Dead Space Resident Evil 2 so ein bisschen als Vorbild nimmt. Das habe ich auch in einem Talk mal erwähnt, dass ich das sehr cool finde, wie Capcom das Ganze macht. Also Capcom macht wirklich sehr, sehr gute Remakes. Weiter so, unbedingt weiter so. Und EA soll sich Resident Evil 2 als Vorbild genommen haben, ja. Also wenn das so wäre, würde es mich natürlich sehr freuen. Man munkelt ja immer noch, ob es ein Remastered Remake oder ein kompletter Reboot sein wird der Marke. Die Spekulationen drehen sich aktuell so um Teil 1, dass man mit Teil 1 anfängt als Reboot. Das würde mich persönlich sehr freuen. Gibt es halt kein Multiplayer und kein Koop. Ja, dann ist es halt so. Und ich hoffe, dass das Ding Erfolg haben wird. Also wer von euch Dead Space noch nicht gespielt hat, ich weiß, es ist aktuell nicht so einfach, an eine PS3 vielleicht ranzukommen und sich dann Dead Space noch zu holen. Oder man hat vielleicht das Geld dafür nicht oder keinen Bock, jetzt noch eine PS3 zu kaufen. Aber wenn ihr irgendwie die Möglichkeit habt, Dead Space zu spielen, tut es. Ich habe es auch viel zu spät gemacht. Ich habe es erst dieses Jahr, 2021, habe ich die Trilogie gespielt, ja. Ich habe das früher habe ich es mal gekauft, 2-3 Stunden, keine Ahnung, gespielt und zur Seite gelegt. Und ich bin so froh, habe ich die Trilogie nachgeholt, ja. Also ich kann es euch nur ans Herz legen, tut's auch. Und wenn es sich aber bestätigen würde, dass ein Reboot kommt, also ein Remake oder ein Remaster, dann holt es spätestens danach. Ja, es ist wirklich ein Geheimtipp von mir. Also so geheim ist es ja nicht. Aber ich weiß, dass viele Leute Dead Space nicht gezockt haben und es war grandios. Anderer Tipp auch von EA, Dante's Inferno, habe ich auch gerade vor kurzem beendet. Also davon ein Remake wäre ich auch sofort dabei, ja. Was sagt ihr zu den ganzen Dead Space Spekulationen oder habt ihr vielleicht noch irgendwas, wo du sagst, hey Enki, da gibt es übrigens auch noch ein Gerücht. Postet es gerne in die Kommentare. Bis zum nächsten Mal. Haut rein, Leute.